So, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Messerverbote, der Gipfel kognitiver Dissonanz. Wer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, darauf komme ich später zurück. Ihr könnt es auch gerne nachschlagen. Viele fragen sich ja, wo diese Politikverdrossenheit hierzulande herkommt, warum beispielsweise so viele nicht mehr wählen gehen. Und die Antwort darauf ist ausgesprochen simpel. Weil in der hiesigen Politiklandschaft nur noch Hirntote unterwegs sind. Aber niemand schaltet die Maschinen ab. Egal um welches Problem es sich dreht, ein bekloppter Vorschlag reiht sich an den nächsten. Oh, in diesem Fall ist es mal wieder die Forderung nach einem neuen und schärferen Waffengesetz. Jetzt wollen sie uns die Messer kürzen, damit sich sowas wie in Mannheim nicht mehr wiederholen kann. Dabei war das Attentat von Mannheim ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie bescheuert und ineffektiv unsere Gesetze und Vorschriften sind. Der Attentäter von Mannheim, der laut Paragraph 16a Asylgesetz und Dublin III gar nicht hätte hier sein dürfen, aber trotzdem etliche Jahre hier herumgelungert ist, hat für seinen Angriff ein Messer benutzt, welches man sowieso zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Öffentlichkeit führen darf. Nicht nur das, er hat es auf einer öffentlichen Veranstaltung verwendet und darüber hinaus in einer Waffenverbotszone. Also er hat unser Waffengesetz gleich in dreifacher Hinsicht tangiert und nichts und niemand hat ihn daran gehindert. Und jetzt soll wieder neue Verschärfung her. Ja, da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Schaut doch mal auf diese komische Insel unweit von uns, wo auch ein Verbot das nächste gejagt hat. Und das Ende vom Lied. Mittlerweile werden sogar Kinder auf offener Straße abgestochen. Und ja, an eine wirklich erfolgsorientierte Lösung traut sich kein Mensch heran. Und ja, das Känguru abgeschossen hat da wirklich die Gewerkschaft der Polizei. Die will Leuten, die illegale Messer besitzen und diese abgeben, ein Netflix-Abo in den Rachen schieben. Oh Mann, ey, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Zuerst mal, wie wollt ihr das denn überhaupt bewerkstelligen? Ja? Und wer bezahlt denn das überhaupt? Ihr etwa? Aus eurer eigenen Tasche? Mit Sicherheit. Und dann gehen wir doch mal weiter. Was ist, wenn beispielsweise irgendwann mal Kurzwaffen verboten sein sollten? Und ich meine abgebe, was kriege ich dann? Eine nagelneue PS5? Dass ihr selber nicht merkt, was für einen Hoax ihr da gebracht habt. Aber ich habe es ja schon eingangs gesagt, wirklich nur noch Hirntote, die Verwesung, die aus euren Ohren raucht, die kann man wirklich überall wahrnehmen. Ja, jetzt sollen neue Verbote es richten, aber den Elefanten im Raum, den will man einfach nicht. Ja, den will man einfach konsequent ignorieren. Ich sag's ja, kognitive Dissonanz. Meine Ideologie, meine Politik sind scheiße und fordern jeden Tag neue Opfer, aber ich kann und will trotzdem nicht darauf verzichten. Und deswegen suche ich mir jetzt irgendein Ventil. In diesem Fall Messerverbote. Und dass wir da in einer politischen Sackgasse stecken, das sieht man auch daran, dass die Umfragewerte der Union jetzt wieder steigen. Was soll das denn bitte? Für so viele Probleme hier hat die Union erst den Grundstein gelegt, auch beim Thema Waffenrecht. Und jetzt glaubt ihr offenbar, die Union würde alles besser machen. Was ist das denn für ein grotesker Gedankengang? Die Union, die soll bitte erstmal den Polenz rausschmeißen, der die ganzen Probleme hierzulande permanent schönredet. In meinen Augen ist das ein Doppelagent, der die ohnehin schon kaum vorhandene Glaubwürdigkeit der Union ganz gewaltig nach unten zieht. Also da solltet ihr mal wirklich als erstes ansetzen. Und die potenziellen Wähler sollten sich auf eins gefasst machen.
wer schwarz bestellt, der bekommt am Ende grün serviert. Denn der Merz, der kann es gar nicht abwarten, mit den Grünen zu koalieren. Also damit solltet ihr euch definitiv auseinandersetzen, wenn ihr allen Ernstes die Union in Erwägung zieht. Ja, aber worüber reden wir hier eigentlich? Diese Entwicklung, die ist ja schon lange prophezeit worden. Die Vorhersagungen, die waren da. Aber dass die bösen Rechten an dieser Stelle vollkommen richtig lagen, damit will man sich auf keinen Fall auseinandersetzen. Bloß nicht. Deswegen veranstaltet man lieber so ein Schmierentheater. Und alle außerhalb des Elfenbeinturms müssen es letztendlich ausbaden. Ja, das Fazit des Ganzen. Solange diese ganzen faulen Früchte nicht aussortiert werden, solange Haltung statt Kompetenz das leitende Mantra ist, ist dieses Land verloren. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Wir sehen uns.